liebe YouTube-Fans, und wie versprochen hier noch mehr Evercade-Zeug und heute mal für mich ein absolutes Highlight, nämlich die Megacade Collection. Das ist hier Evercade Teil 8. Ihr wisst vielleicht von früheren Videos, wer also öfter auf meinem Kanal ist, hat es sicherlich schon gemerkt, dass ich super gerne Megacade-Spiele spiele. Die sind durchwachsen. Manche sind richtig, richtig klasse und manche sind so, ja, okay. Man darf nicht vergessen, es handelt sich hier um Indie-Entwickler mit nicht so einem Wahnsinnsbudget, aber einfach sehr motivierten Leuten und einfach eine riesen Palette an, wie ich finde, interessanten Spielen. So, was ist hier auf dem Modul drauf? Da haben wir einmal den 8-Bit-Sidescroll-Prügler Almost Hero. Für mich ein interessantes Spiel. Aber die Hit Detection finde ich sehr anstrengend, vorsichtig gesagt. Aber es ist eins mit sehr viel Spieltiefe und sehr viel Varianten. Gefällt mir gut. Dann haben wir hier die Creepy Brawlers. Dazu habe ich schon mal was gebracht von der Switch-Version, die ich damals von Megacade bekommen habe zum Testen. Deswegen können wir die hier überspringen. Ganz interessantes Boxspiel mit einem merkwürdigen Setting, aber auch kleineren Schwächen. Dann für mich ein Spiel, was ich sehr mag, aber tatsächlich lieber auf der Switch mag. Das ist die Mega Drive-Version Coffee Crisis. Wahnsinnig witzig, ehrlich gesagt. Aber auch hier ist die Hit Detection, finde ich, in der Mega Drive-Version nicht so super wie auf der Switch. Bei der Switch hatte ich das Problem nicht. Finde ich also die Switch-Version deutlich gelungener. Wenn ihr es also kaufen wollt, würde ich es ehrlich gesagt lieber auf der Switch kaufen. Aber ich finde diese Collection sowieso klasse. Also habt ihr es wahrscheinlich nachher genauso wie ich zweimal. Dann gibt es das Justice Duel. Ich sag mal, solche Spiele kennt, wo man eben auf verschiedenen Ebenen gegeneinander kämpfen muss. Da gibt es also eine ganze Menge berühmter Vorbilder. Der wird das sofort erkennen. Für mich auch ein Highlight. Dann da haben wir Logjammers, was eigentlich besonders Spaß zu zweit macht. Ich verspreche mir hier bei Frau S. eine ganze Menge davon. Auch davon findet ihr bei mir schon den Test zur NES-Version, die auch hier drauf ist. Insofern kann man das auch überspringen. Also Einzelspieler okay, zwei Spieler wirklich super klasse, finde ich. Eins der Highlights für mich auf jeden Fall Little Medusa. Es gibt auch hier schon Spiele, die sehr, sehr ähnlich sind. Ein von oben drauf Sicht Puzzler, der aber aus meiner Sicht sehr gefällig präsentiert ist. Dann den Multi-Dude, den ich wirklich sehr witzig finde, wo ich auch auf jeden Fall mit euch gleich mal reingucken möchte. Die Old Towers, super simpel, macht aber super süchtig. Super Painter, ja, kann man mal eben zwischendurch spielen, ist sowas wie, ja, du musst eben kurz mal alles umfärben, klar, ne? Kennt man wahrscheinlich. Ein mega Highlight, wo wir auf jeden Fall gleich mal reingucken werden, ist Tänzer oder Tanzer, je nachdem, wie man es ausspricht, aber es ist schon so, dass auch wirklich das deutsche Wort Tänzer gemeint ist, wo man eben mit so einem Robo-Kumpel durch extrem weirde Levels hantiert und ja, super klasse Action-Game. Und damit sind wir durch. Wir gucken uns, wie gesagt, ein paar Highlights an. Coffee Crisis, wie gesagt, ist klasse. Gucken wir auch deswegen mal kurz rein. Ist aber, wie ich eben schon sagte, definitiv besser auf der Switch-Version. Ich persönlich freue mich hier aber auch wieder auf VS, weil ich der Meinung bin, dass das da einfach besser aufgehoben ist. Gibt eine lustige Hintergrundstory. Aliens haben uns überfallen und die Kaffeevorräte der Erde sind bedroht. Weil wenn das keine globale Bedrohung ist, weiß ich es nicht. Da ist Corona ein Witz dagegen. So, und natürlich müssen wir sie davon abhalten, den Rest unseres wundervollen Kaffees zu klauen. Was wir dann hier auch machen, indem wir den Aliens beherzt mit den Bohnen des Heißgetränks auf die Mütze hauen. Und wenn wir das gut machen, dann ist natürlich der Kaffee gerettet und damit auch der Tag und die Welt. Klar, was auch sonst. Ja, natürlich gibt es hier auch nette Zwischensequenzen. Das seht ihr gerade. Ich finde das, wie gesagt, sehr gelungen. Ich finde auch diese beknackte Barista-Story fantastisch. Und ja, es lohnt sich tatsächlich auch mehrere Versionen zu haben. Die sind auch nicht ganz identisch auf verschiedenen Endgeräten. Und insofern ist auf jeden Fall ganz nice. Und ja, klar, die Aluhut-Fraktion ist ganz vorne dabei und die hatten das natürlich schon immer gewusst und überhaupt und außerdem. Ja, dann ist natürlich auch super lustig, wie sich die Aliens nachher verwandeln. Und hier seht ihr dann eben so meinen Kritikpunkt, die Hit-Detection. Ich hätte schwören können, ich war jetzt auf derselben Ebene wie das Alien, war ich aber nicht. Das sieht man eben an den Schatten. Und hier seht ihr dann auch mal, da verschwindet dann auch mein Sprite, wenn das dann nachlädt. Das sind so Kleinigkeiten, die habe ich auf der Switch nicht.
Und die Mega Drive-Version fällt da halt ein bisschen hinter zurück, aber es ist trotzdem ein humoriger Prügler und ich kann ihn empfehlen. So, dann auf jeden Fall das Justice Duel. Wie gesagt, Leuten mit klassischer Spielerfahrung wird das gleich sowieso bekannt vorkommen. Auch das ist aus meiner Sicht ein Spiel, was unbedingt auf die VS gehört, weil es eigentlich ein Multiplayer-Spiel ist. Ihr seht, ich habe hier Figuren aus der amerikanischen Geschichte. Wir nehmen mal General Lee. Und ihr seht, die sind so ein bisschen robofiziert. So, und dann, ja, ne, das kennt ihr sicherlich. Dann muss man eben den anderen entsprechend hier immer vom Bildschirm batzen. Und wenn man das natürlich, das könnt ihr euch jetzt vorstellen, zu zweit spielt, dann macht das natürlich ungemein viel mehr Spaß. Dann ist das Ganze natürlich viel, viel, viel witziger. Ja, und dann macht man das im Einzelspielerspiel, macht man da diverse Wellen, wo man dann eben Gegner schlagen muss. Und nein, das ist nicht immer derselbe Hintergrund, der wechselt sich ab. Aber ja, das Spielprinzip habt ihr verstanden, glaube ich. Ist, wie gesagt, aus meiner Sicht zu zweit ein absoluter Burner. Auch Lockjammers ist ein Ding, was man unbedingt zu zweit spielen muss. Little Medusa sollten wir unbedingt mal reingucken, weil aus meiner Sicht einfach super nett gemacht. Und wer auf Puzzler steht, wird den hier bestimmt mögen. Ist einfach nett und auch Achievements kann man wie bei vielen Spielen hier übrigens freispielen. Ich finde das Setting schön, ich finde die Farben sehr schön. Ja, worum geht's? es geht darum, dass man auf die andere Seite muss. Ja, warum will das Huhn auf die andere Seite? Weil es geht. Und dafür kann man zum Beispiel hier solche Steinchen verschieben. Und damit kann man auch die Baddies platt machen. Ja, wenn man schnell genug ist. und dann kann man das... Also ich stelle mich wieder blöd an heute. Also, um es kurz zu machen, man muss Steine platzieren und Blöcke formieren und damit kann man dann Wege bauen und die Bad Guys entsprechend aussperren und ich krieg's heute einfach nicht hin. Aber ich glaube, ihr habt das Prinzip auch trotz meiner Blödheit verstanden. Ja, das ist einfach ein super, super gefälliges, nettes Spiel. So, dann der Multi-Dude. Finde ich auch sehr nett. Auch ein Puzzler. Und ihr seht eben, das ist ein Grund, warum ich hier die Mega-Cat-Sachen so mag. Die sind super abwechslungsreich. So, im Prinzip geht es nur darum, den Ausgang zu erreichen. Nur. Nur, irgendwann ist es halt so, dass man nicht nur mit einer Figur den Ausgang erreichen muss, sondern eben auch mit einer zweiten. Und deswegen muss man dann eben vorher schon super überlegen, wie mache ich das jetzt? Und dann muss man die teilweise gegeneinander ausspielen, teilweise eben überlegen, dass man sich keine Wege blockiert und so weiter und so weiter. Ja, also hier zum Beispiel jetzt ist ganz wichtig, dass man eben jetzt hier, ne, wenn ihr seht zum Beispiel, wenn ich das jetzt hier mache, ist Schluss, dann habe ich mich hier eingeschlossen. Und dann muss ich das Level wieder von vorn machen. Und es ist klar, ne, das Spielprinzip lebt davon, dass man sich zwischen den beiden Figuren abwechselt und dass man eben überlegt, wie kommt man jetzt mit beiden zum Ausgang. Nachher kommen dann natürlich noch irgendwelche Monstis dazu und so weiter und so weiter. So, dementsprechend ein richtig gutes Puzzle-Game. So, das muss ich euch unbedingt zeigen. Das ist eins meiner absoluten Lieblinge, weil das... Ich weiß auch nicht, Leute, es ist total simpel, aber es macht doofsüchtig. Und ihr habt sicherlich auch schon Mobile Games gesehen, die ähnlich funktionieren. Also das Spielprinzip ist auch nicht neu. Ihr kriegt auch die Mega Drive-Version für immer im Netz. Aber es gibt verschiedene Anpassungen hier auch für die Evercade. Es gibt teilweise mehr Levels, je nachdem, was ihr für eine Version habt. So, also hier müsst ihr halt die Münzen einsammeln. Und wenn das kleine Kerlchen mal losgeschickt ist, stoppt es nicht mehr, bis es vor eine Wand läuft. So, und dann muss man eben den Ausgang erreichen. Und je schneller man das schafft, umso cooler wird es halt. Ja, ganz klare Kiste. So, und da ist eben einfach ganz klar, dass man manchmal einfach super überlegen muss, wie mache ich das jetzt, damit ich halt wirklich alles bekomme und nicht in irgendein Monster reinlaufe und trotzdem eben zum Level komme. Manchmal ist es natürlich Trial and Error, weil man nicht am Anfang alles übersehen kann oder auch nicht auf alles kommt. Aber ihr seht das Prinzip, ja. So, und es ist super simpel, aber genau deswegen macht es auch super süchtig. So, Tänzer unbedingt, unbedingt zeigen, weil aus meiner Sicht ein absolutes Highlight. Gibt es natürlich auch als Modul fürs Mega Drive. Wer also Mega Drive hat, kann ich nur sagen, versucht das vielleicht zu bekommen. Es ist echt wert. Das Spiel ist sehr knackig. Ich bin hier mega froh, dass ich hier die Möglichkeit für Save States habe. Gar keine Frage.
Ja, so, jetzt hoffe ich, dass keiner da jetzt Kopfschmerzen wegen der Hintergründe kriegt. Ich versuche das jetzt hier eines ein bisschen zu überspringen und nicht zu lange laufen zu lassen. Ich weiß, manche, die fotosensitiv sind oder so, hätten vielleicht sonst ein Problem. So, die Grafik ist okay und unaufgeregt, aber das Spielprinzip ist, also ihr seht das, der Typ ist mega schnell, super klasse zu kontrollieren. Ja, ihr seht also, wie schnell man der hier über den Bildschirm titscht, und nachher braucht man das auch. Mit der Zeit kann man unglaublich viel freischalten, ausprobieren. Hier gibt es interessante Boss- und Zwischengegner. Es gibt ganz viele Moves, mit denen man ausweichen kann. Das Gegnerdesign ist insgesamt extrem schräg und macht sehr, sehr viel Spaß. Das Spiel ist anspruchsvoll, in späteren Levels extrem abwechslungsreich. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das Spiel zu lösen. Es gibt gute und schlechte Enden und so weiter und so weiter. Also das ist ein Spiel, was ich unglaublich empfehlen kann. Und ganz ehrlich, ich glaube, also auch in der Community, unter den Evercade-Fans, ist es sicherlich eines der absoluten Highlights. Und was ihr zum Beispiel auch seht im Hintergrund, wechselt zum Beispiel auch die Tageszeit, der Game Over Screen wird dann cool in Schwarz-Weiß präsentiert und so weiter und so weiter. Also, ja, wir machen das jetzt hier direkt wieder aus. Also definitiv für mich ein irres Highlight, und allein schon dafür würde es sich aus meiner Sicht lohnen. Ja, das war die Megacade Collection, und ich muss sagen, Daumen mega hoch. Ich habe irre viel Spaß daran, aber es ist Geschmackssache. Wer natürlich Homebrew-Spiele nicht mag und wer nicht verzeihen kann, dass auch vielleicht mal das ein oder andere für den eigenen Geschmack nicht so klasse ist, wird hier super bedient mit einer großen Auswahl verschiedener Genres und Spiele. Und ja, nicht alle sind klasse, aber viele sind Klassiker. Ja, für mich auf jeden Fall ein Highlight. Danke fürs Zuschauen.